Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Digimon World Next Order. Wie wir gerade mitbekommen haben, hat unser Mekkener wieder mal die vierte Wand gebrochen und direkt gemerkt, dass ihr da seid. Und es sieht aus, wäre sowas. Hier riecht es an Materialien. Ich will immer noch nicht wissen, wie zur Hölle Steine riechen. Wahrscheinlich ziemlich dreckig, aber zumindest Magna Angemon kriegt das hin. Kupfer. Mir wurde beigebracht, dass Metalle geruchslos sind. Magna Angemon sagt, fuck you, this isn't true. So, wir werden heute nicht den ganzen Tag angeln, denn das haben wir schon beim letzten Mal zur Genüge getan. Nein, heute werden wir einmal einen Fisch an Land holen. Einen dicken Fisch. Mir wurde gesagt, sollte ich einmal glücklich im Leben werden, sollte ich meine Rute auswerfen. Als ich dann im Club meinen Penis rausgeholt habe, waren die Leute nicht so begeistert. Aber hey, was soll's, man muss halt aus seinen Fehlern lernen. Nein, wir werden einen Fisch holen, in der Hoffnung, dass das halt gerade zufällig ein, Barsch war, ist. Ich glaube, ein Barsch, das sollte passen. Und wenn nicht, dann gehen wir halt weiter. Und immer wenn wir diese Brücke überqueren, werden wir als Wegzoll einen Fisch mitnehmen. Und früher oder später werden wir dann den Fisch sammeln, den das gute Renamon von uns will. Was wir aber heute wirklich machen, außer der grandiosen Musik lauschen, die mich gerade richtig hart hyped, und dem Goburimon ausnahmsweise nicht verkloppen, weil es scheinbar relativ freundlich vor uns wegläuft, ist, dass wir werden in den Vulkan gehen. Logik, Vulkan. Denn wir haben uns wurde gesagt, wir müssen Gummi. Dramon da mal rausholt. Oh, ihr habt Hunger. Sorry, ich dachte, ich hätte Essen gesehen. Aber gut, in der Regel, wenn man Essen sieht, wird man erstmal hungrig. Kann ich verstehen. So, ich gebe euch mal nicht die Fische. Ihr kriegt... Oh, wir haben nicht mehr, gar nicht mal so viel Fleisch. Das wird mein Amerikaner nicht freuen. Womit soll er denn dann seinen allseits beliebten Burger machen? Das ist die große, schwierige Frage. Ich sehe auch gerade, wir haben schon mal 28 Verbindungen untereinander. Heißt, eine DNA-Digitation sollte auf jeden Fall möglich sein. Und noch viel wichtiger, ich habe nämlich eigentlich überlegt, ob wir noch trainieren gehen sollten, was vielleicht gar nicht so doof gewesen wäre. Einmal die Geschichte. Wie sah es denn hier aus? Ich habe es ein wenig gespielt. Kerubimon ist voll im Trend. Könnten wir locker bekommen. Auch Marina Angemon scheint nicht allzu unwahrscheinlich zu sein. Auch wenn da halt das Gewicht mir einen Strich durch Rechnung macht. Dabei... Na, Kerubimon wird wahrscheinlich relativ fett sein. Naja gut, wir wissen noch zu wenig hierfür. Ja gut, Rapidmon ist mehr oder minder sicher, würde ich sagen. Wir könnten zum Metall Mammemon trainieren. Eigentlich müssen wir ja wieder ein bisschen Gewicht verlieren. Oder Rapidmon Gold. Es wird dasselbe sein wie hier, plus überall 0 dran gehangen. So ziemlich direkt, vor allen Dingen bei Disziplin. Gut. Das heißt, wir müssen so oder so noch mehr Informationen sammeln, bevor wir hier irgendwie gezielter trainieren können. Daher, laufe ich falsch, oder? Ja, ich laufe falsch. Ja, nö, das passiert mir jedes Mal. Ich komme irgendwie einfach mit der Umgebung hier nicht klar. So Norden, Osten, Süden, was? Was denn? Genau. Norden, Süden, Osten, was denn? Ungefähr so sieht mein Kompass aus und ungefähr genauso verwirrt bin ich, wenn ich hier irgendwo langlaufe und jedes Mal wieder den falschen Weg finde, obwohl ich jedes Mal denselben Weg gehe. Warte, das ergibt Sinn. Au. Nee, gut, machen wir auch nicht so viel Lärm im Gewitter und suchen uns hier lieber den nächsten Ausgang. Ich glaube, wir mussten oben raus. Ich denke mal, Crab Leomon wird immer noch nicht mit uns reden wollen. Dann müssen wir erst den nächsten Story-Akt erreichen, den wir ja hoffentlich demnächst bekommen. Also wir sollten ja jetzt zwei Digimon in die Stadt bekommen. Ich glaube, es war Herkules Kaboterimon. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und halt Gummidramon, das weiß ich noch. Mit etwas Glück, vielleicht müssen wir noch ein, zwei von den beiden Typen verhauen. Vielleicht müssen wir grandiose Ratschläge geben, das kann auch sein. Das war falsch, ne? Warte, hier war die richtige Taste. Ne, das ist tatsächlich richtig. Zu den heiligen Hallen ist es richtig. Okay. Gut. Dann gehen wir halt zu den heiligen Hallen. Aber vorher nehmen wir noch ein paar Materialien mit. War es gerade Kupfer? Ne, Gold. Ja, das macht auch Sinn. Kupfer und Gold sind so die Dinger, die man an Schaltplatinen durchaus bekommen könnte. Daher von mir aus gerne, ich habe da nichts einzuwenden. Ist sogar sinnvoll. Ich wollte gerade sogar noch erzählen, wie cool das wäre, wenn es da Kupfer geben würde. Denn tatsächlich gibt es momentan
Kupferdiebe, denn man hat solche Schallplatten früher immer aus Kupfer gemacht, weil Kupfer am besten geleitet hat. Auch heute wird so ziemlich viel da benutzt. Und Kupfer ist halt immer noch eine Ressource auf der Erde, ein Metall, was dementsprechend mehr oder minder begrenzt ist. Es ist nicht beschränkt, so wie ich, sondern eher begrenzt. Und dementsprechend gibt es nur eine gewisse Menge davon. Und irgendwann waren die halt ziemlich stark aufgebraucht. Dementsprechend sind die Kupferpreise ziemlich in die Höhe gestiegen und man hat irgendwann angefangen, Alternativen zu suchen und zu finden. Man hat dann, glaube ich, Silizium genommen, was auch recht gut leiten kann, was es halt wie Sand am Meer gibt, weil es Sand ist. Und dementsprechend sind die Preise halt nicht ganz so hoch. Man benutzt Kupfer immer noch. Ja, du darfst gleich jemanden austreten, keine Sorge, hier müsste gleich ein Klo kommen. Und nichtsdestotrotz sind die Kupferpreise weiterhin ziemlich weit oben. Daher gibt es ziemlich viele Kupferdiebe, die sich jetzt irgendwo an irgendwelchen Kupferrohren oder keine solchen Platinen bedienen, um das Kupfer daraus zu stehlen und dann irgendwie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Oder auf dem Weißmarkt. Wir wollen ja nicht rassistisch sein. Und es ist ein komisches Klo, einmal in die Lava geschissen, aber wenn es ihm Spaß macht, zumindest der Geruch könnte sehr cool sein. So, Gummimon, ich habe da eine Nachricht für dich. Langweilig, langweilig. Vielleicht sollte ich zurück. Aber wenn ich es mir recht überlege. Wow, wer zum Teufel bist du? Du hast schon dreimal mit mir geredet. Du hast ein scheiß Gedächtnis. Hast du das eben etwa gehört? Was? Ich habe nichts gesagt. Nein. Du willst mir den Logi-Vulkan wissen? Nein, eigentlich habe ich den Auftrag, dich zurückzubringen. Wie man sieht, ein brennender Berg mit Feuerflüssen. Kein guter Ort für hitzeempfindliche Digimon. Es kommen nicht viele Leute dorthin, daher hat sich diese Taumon-Sekte weiter drinnen niedergelassen. Ich habe auch gehört, dass es dort viele legendäre Digimon gibt. Von Krieger bis Drachen. Hör zu, wenn du dir nicht sicher bist, ob deine Stärke ausreicht, dann wage dich am besten nicht so weit hinein. Oder bin ich zu voreilig? Willst du mir erst noch etwas sagen? Jo, Tsunomon, es tut ihm leid. Nö, habt ihr nichts zu sagen. Was, na, ich doch nicht. Es tut ihm leid. Das hat mein Meister gesagt? Obwohl ich schuld war? Weißt du, letztens hat er mir Pfannkuchen gebacken. Oh, trotzdem, er schlägt dich. Das nennt man Stockholm-Syndrom. Man sollte das nicht unterstützen. Ich wollte meinen Schwanz als Blech verwenden. Oh. Nur sein Schweif, nicht sein Schwanz, nur sein Schweif. Aha. Da sagte er, deine Werkzeuge sind nicht zum Kochen da, Dummi. Ich war ziemlich wütend, aber mein Meister hatte recht. Der Körper eines Digimons ist seine einzige Waffe im Kampf. Ich frage mich, ob er mich noch für seinen Schüler hält. Ich werde in die Stadt gehen und dort auf ihn warten. Gumdramon hat sich der Stadt angeschlossen. Easy. Und wir haben direkt eine Nachricht bekommen. Hauptordner, Digimon, zurück in die Stadt. Ich wusste, bei 25 passiert was. Der Maschinendramon-Detektor schlägt auf irgendetwas an. Lauf schnell zu meinem Haus. How about no? Nein, ich glaube, das sollten wir wirklich machen. Haben wir gerade einen Eis-Digimon dabei? Nein, das heißt, wir können Eismon nicht helfen. Geht in Ordnung, das heißt, wir gehen wieder zurück. Wobei wir vielleicht auch erstmal zum Cape Canaveral gehen könnten. Also hier Cap Arcona, Cap Mod, so hieß es. Um halt zu Dumon zu sagen, ey, yo, dein Bro ist in der Stadt. Nicht, dass Gumdramon da jetzt so lange wartet, bis ich irgendwann zu Tsunomon komme. Was ich nämlich bei meinem Du willst kämpfen? Du willst sterben? Okay. Mein Digimon hatten lang keinen Kampf mehr. Viel Spaß beim Verprügeln dieses kleinen, lieben Black Garurumons. Und am Boden liegende Hunde werden getreten. So gefällt mir das. So, und genau, deswegen sollte ich da lieber jetzt direkt hingehen, nicht, dass ich das irgendwann noch komplett vergesse. Oh, guck mal, da rennt er weg. Hat da Angst, der Kleine. Kusch, kusch. Hab ich dir mal gezeigt, wer hier der Alpha-Wolf ist. Und nicht du. Und ich verfolge dich nur ganz zufällig. Ich will gar nichts von dir. Pff. Okay, was Leckeres. Oh, was Leckeres. Sehr schöne orange Banane. Und er aß die Banane, ohne was von den Folgen zu ahnen. Und wir gehen dann da mal ganz kurz weiter. Ich meine, der Weg war jetzt nicht so weit. Einmal komplett alles wieder zurück. Alles wieder auf Anfang, meine Freunde. Obwohl wir auch... Nee, es bringt eigentlich nichts, zu Crab Leomon zu gehen. Auch die Digimon in den Heiligen Hallen jetzt zu bekämpfen, würde auch nicht allzu viel bringen. Immerhin habe ich einen
Ultra und ein Champion. Das ist jetzt, denke ich mal, nicht ausreichend, um drei Megas zu erledigen. Oder zumindest Digimon, die mit Megas sehr gut mithalten könnten. Da doch lieber ein paar Numemons, die wir verprügeln können. Das ist da doch schon viel schöner. So, und ein paar Riesenerdbeeren. Wo genau muss ich jetzt nochmal langlaufen, um... Ich glaube ganz links, ne? Um zum Cup-Mod zu kommen. Na gut, vorher noch ein paar Mineralien mitnehmen. Man weiß ja nie, wann man die mal wieder braucht, um ein Holzhaus zu bauen. Kann dem Spiel ja durchaus ab und zu mal passieren. Und ja, mir wurde auch noch gesagt, dass das mit dem Angelteich vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich ist. Dass wir dort in dem Angelteich mit einem Digimon, einer Digifischsorte, direkt alle Fische Ewigkeiten fangen können. Ich meine, es ist immer noch eine Digi-Welt. Da Population aufzufrischen, die Bienchen und Blumen, Aufklärung, Sex funktioniert hier recht einfach und zwar Copy-Paste, Copy-Paste, Copy-Paste. Das wäre zumindest theoretisch möglich, aber ich vermute halt auch stark, dass die Digimon nicht zwangsweise selber auf die Idee kommen, sich selbst zu Copy-Pasten. Dafür leben sie hier viel zu sehr in der Welt, wie als wenn sie real wäre. Sie ist ja hier real, daher... Ne, ist ja nur digitale Welt. Höchstens irgendjemand am Computer könnte sagen, Copy-Paste, Copy-Paste, aber da sie selber nicht am Computer sitzen, sondern bloß Wesen da drin sind, ist wie wenn wir sagen würden, ja gut, die Welt ist eine Simulation und deswegen sage ich jetzt Copy-Paste und bin zweimal da. Das dauert ein bisschen länger und ist ein bisschen schwieriger mit dem Klon. Daher, ja, würde ich die Theorie mit dem Fischen, dass ein Fisch für alle ausreicht, mal nicht hundertprozentig unterstützen. Alternativ hätte ich gesagt, okay, vielleicht hat Citramon von jedem einen gefangen und dann hat es halt gepasst, dass beides männlich und weiblich waren. Aber auch das fände ich halt ein bisschen gestretched, weil Citramons Aussage war, ich bin zu doof zum Angeln. Deswegen angel du jetzt für mich. Aber scheinbar kann er zwar nicht angeln, ist aber ein Meister darin, Sachen zu paaren. Und er braucht fürs Paaren plus einen Fisch. Das finde ich momentan immer noch die logischste Erklärung. Was sehr schade für Sisramon ist. Aber egal, lass uns mal mit orbitalen Laserkanonen kurz diese Pflanzen erledigen, bevor sie laut rufen, ich bin Groot. Das wäre ja sehr schade, ist ja gerade, der wurde hardcore gegangbankt, alles klar. Direkt nochmal, leider nicht. Und ich komme immer noch nicht zu Spezialangriffen. Schade. Ich würde die Gegner gerne richtig hart in den Boden rammen, sodass da keine Pflanze mehr wächst, nachdem ich da einmal hingeschlagen habe. Kein grünes Gras mehr, irgendwie so. Na gut. Der scheint echt Bock zu kämpfen zu haben. Der hat wohl nicht mitbekommen müssen, was mit seinem Freund da draußen passiert ist. Das holen wir mal schnell nach. Heute gibt's wohl gebrannten Ginseng zum Mittag. So, ja, warte, ihr habt Hunger. Keine Sorge, ich hab, denke ich, irgendwas zu essen mit. Zwar nicht mehr viel, aber ich hab Ionenwasser. Kriegt keinen Stromschlag davon, okay? Okay, Digi-Freundschaft ist etwas besser geworden und Geschwindigkeit hoch. Okay. You hungry? Geben wir euch das direkt nochmal, dann wird die Freundschaft noch besser. Ist das nicht schön? Und ihr habt immer noch Hunger, was für ein Wunder. Hier, ich habe Bananen für euch. Esst meine Bananen, meine Freunde. TB, na, schön. Und zusätzliche Bindung und einen Freundschaftsmodus erhalten. Dank Freundschaft. Sehr cool. Und ihr wart jetzt satt, oder? Nein. Ready? Du willst immer noch fressen? Junge, du solltest abnehmen und nicht zunehmen. Das habe ich schon an Gewomon gesagt. Die wollte auch nicht hören. Irgendwie sind die Engel hier alle irgendwelche Fettengel. Das sind keine normalen Feen. Das sind Toffee-Feen. Die sind dicker, weil Toffee-Fee und so. Egal. Also, was gibt's? Komm morgen wieder, wenn du immer noch Interesse an Blumen hast. Oh, ich war heute schon da. Alter, hörst du mal auf zu spannen, Junge? Okay, dann den Fisch habe ich immer noch nicht. Wir haben noch 4 Stunden, bis es morgen ist. Also, wie viel habe ich heute dann schon gemacht? Also, beim letzten heute, was für mich vor Wochen war. Na, passt schon. Cup-Mod, Eintrittscup. Wir müssen uns links halten, das weiß ich noch. Ziemlich sicher. Alter, ist das dunkel hier. Und ich sehe auch schon meine Gegner fliegen. Demi-Devimons waren... Guck mal, ich bin immer noch nicht, die Stufe da oben steht für das Trainerlevel, was man sein sollte, um die zu bekämpfen. Ich bin jetzt 24, habe ich gerade beim Neuladen gesehen.
Und ich krieg das hier recht gut hin, heißt, wir sind gar nicht mal so scheiße. Gut, es sind zwei Rookies. Ja, muss man jetzt nicht extra erwähnen, aber wir kriegen es gut hin. Das ist schön. Und die Sabadramon waren, glaube ich, 28. Daher halten wir uns von denen lieber fern. Und ich würde immer noch gerne wissen, wo ich die Karten benutzen kann, die ich hier die ganze Zeit bekomme. Mir wurde gesagt, die werden irgendwie zurück zum Dorf geliefert, aber bisher konnte ich die da noch nicht sehen oder irgendwie was mit denen tun. So, Sidramon da hinten war 30. Seht ihr, out of my league komme ich in 6 Leveln nochmal wieder, das ist ja kein Problem. Vertraut mir, so funktioniert das Spiel. Ich level nämlich gut mit. Bin noch nicht unterlevelt oder so, alles in Ordnung. War das richtig? War das das Falsche? Da ist ein Sidramon, da unten konnte ich, glaube ich, einmal Wasser holen. 29 könnte also mit anderen Worten zu hoch sein. Ob es da hinten weitergeht? Sieht nicht so aus. Okay, das heißt, ich kann nicht schwimmen, ich könnte nur da hinten drauf. Da geht es aber auf jeden Fall weiter. Aber ich komme halt gegen die Viecher nicht an. Obwohl, wir könnten es ja mal gegen einen probieren. Nur um zu schauen, wie es so läuft. Nicht gut. Absolut nicht gut. Das heißt, ich muss hier mit Befehlskraft ordentlich zuschlagen. Also der ist einfach nur eiskalt paralysiert. That's the way. Aha, aha, he likes it. Alter, langsam kriegt er... Nein, jetzt ist er nicht schon wieder paralysiert, Junge. Nicht gut. Sidramon, geh doch mal auf Gargumon, der steht direkt vor dir. Apropos Gargumon, er könnte... Okay, alles klar, er kann nicht nur, er muss... Dumm, dumm, Kinnhaken! Gib ihm hart! Yes! Uppercut! Hat keinen Schaden gemacht. Auch wenn er jetzt richtig geil in der Luft fliegt und wir 2 Kombo-Angriffe draufgehauen haben. Das ist schon mal cool. Könnt ihr wieder das Ziel wechseln? Das wäre nice, denn wir machen jetzt mal ganz kurz das Himmelstor. Hoffentlich. Hoffentlich. Himmelstor? Geht doch. Sehr schön. Bitte mach mehr Schaden. Bitte mach mehr Schaden. Ja, es sieht schon mal schön aus. Eigentlich sollte der Instant-Kill sein. Und, na, Hälfte. Ist ja schon mal was. Und vor allen Dingen muss ich hier mal ganz kurz eine große Heilungsdisk auf meinen Buddy werfen, damit der mir hier nicht verreckt. Sehr schön. Zumindest mit genügend Heilung sterbe ich nicht. Es ist schon mal ein Anfang, aber ich kann mich beim besten Willen nicht durch die alle durchklamüsern. Das wird sowas von hart nix. Ah, der ist schon wieder fast tot, ne? Yep. Hier, fang und stirbt mir nicht, bevor es ankommt. Das war knapp. Okay, aber er sollte durchhalten. Das sollte jetzt reichen. Weiß noch nicht wofür und wie lang, aber es sollte reichen. Vielleicht auch noch nicht. Hier, schluck schnell. Schluck Specht, hau dir rein. Och Mann, keine MP für mich. Nein, gerade nicht. Ich warte eigentlich auf den nächsten Special Move oder auf irgendwas ähnliches. Komm schon, Magnangebot, du musst das schaffen. Beschütz dein Bro. Puh, das war knapp. Und Digi Bitterling bekommen. Yes, Wasserfall gelernt. Totally worth it. Und tschüss. Auf Nimmerwiedersehen. Wir kommen nicht wieder. Also in 4 Leveln. Aber ansonsten nicht. Okay. Ich halte mich mal hier rechts. Ich hänge. Hier ist eine unsichtbare Wand. Fuck you. Das ist nicht fair. Gut, ich meine, wir schaffen das trotzdem, weil Magna Angemon einfach OP ist, gerade gegen die zwei Rookies. Aber für ihn tut es mir schon ein kleines bisschen leid. So, fang schnell, ansonsten bist du wieder verletzt. Das will ich nicht. Und Magna Angemon lehnt sich zurück. Holt eine Orbital-Laserkanone aus der Tasche. Eine Schweizer Orbital-Laserkanone, die kann auch noch Zähne putzen. Und macht nur kurz den Gegner fertig. So, wir nutzen jetzt mal ganz kurz unsere Abkürzung. Einmal hinten rum. Um nicht an den Sabadramon vorbei zu müssen. Hier sind Materialien. Ja, noch mehr Wasser. Nehmen wir. Das sieht aus wie schiffsbrüchiges Wasser. Ah, Ionenwasser. Gut. Und wie passend, dass ihr jetzt kacken müsst. Und auch wenn hier schon wieder das Bild auf das Falsche zoomt beim Kacken. Aber ist mir egal.
unbedingt sehen muss ich das auch nicht. Obwohl eigentlich schon. Eigentlich sah es immer cool aus, wenn das Vieh da auf dem, also das Digimon, auf dem Klo war und man das hat drücken sehen. Die Animation war schön. Die hätte ich gerne wieder.